Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute soll es mal wieder um die Holzbearbeitung gehen, allerdings nicht im klassischen Sinne, sondern vielmehr um die Verarbeitung von Brennholz. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, müsst ihr jetzt dranbleiben. Ja, Holz ist ja wirklich ein ganz toller Rohstoff. Viele von euch haben eine Holzwerkstatt daheim und vielleicht auch einen Laser, mit dem sie aus Holz einige tolle Dinge herstellen können, zum Beispiel Beschriften von Brettchen etc. Aber auch dient Holz natürlich zur Energiegewinnung bzw. um bei euch daheim die Bude warm zu bekommen. Ein bisschen Arbeit muss man allerdings immer investieren, auch wenn man die Holzscheite schon fertig geliefert nach Hause bekommt. Wer selbst fällt und die Stämme kleiner schneidet und anschließend spaltet, hat noch mehr Arbeit. Man sagt daher, Brennholz macht insgesamt viermal warm. Einmal beim Fällen, einmal beim Spalten, einmal beim Stapeln und einmal beim Asche rausbringen. Ja, und da kommt dann dieser Pearl-Holzspalter bzw. AGT-Holzspalter mit ins Spiel, der durch pure Muskelkraft funktioniert und das wirklich sehr, sehr gut, weil wir hier wirklich einen enormen Hebelarm zur Verfügung haben. Wir werden das Teil natürlich auch gleich mal ausprobieren. Ihr bekommt den in zwei Teilen geliefert mit dieser Bedienungsanleitung, die ganz einfach gehalten ist. Ihr müsst das lediglich ein einziges Mal zusammenbauen und dann könnt ihr damit auch sofort loslegen. Ihr könnt das Ganze auf verschiedene Holzgrößen dann auch einstellen. Hier ist ein kleiner Schiebeschlitten drauf, den ihr hier mit diesem Hebel dann bewegen könnt. Wenn ihr den Hebel loslasst, rastet das Ganze in der nächsten Position ein. Alle so 2-3 cm rastet das Teil dann ein. Ihr könnt dann ein Holzstück hier auflegen und dann wird das Ganze hier mit diesem axtähnlichen Teil dann gespalten. Da ist noch ein Schutz drauf. Den müsst ihr natürlich vorher abziehen, sonst geht der kaputt. Und dann seht ihr, ist das Ganze hier so ähnlich wie bei einer Axt. Und ihr könnt hier über diese Stellschraube das Ganze sogar noch so einstellen, dass ihr das einmal so macht, dass der ganze Hebelarm etwas höher steht, je nachdem wie das ergonomisch für euch notwendig ist und wie trocken oder wie feucht das Holz ist und dann eben gespalten werden kann, müsst ihr diesen Arm dann noch verstellen. Das macht ihr hier hinten über diese Schraube. Wenn ihr die weiter rausdreht, geht der Arm weiter nach vorne. Ihr seht, hier vorne ist noch so ein Sicherheitsbügel drauf. Den müssen wir dann einmal abmachen, indem wir das Ganze hier einmal herunterdrücken. Dabei müsst ihr aufpassen, dass hier hinten diese Schraube ganz an diesem Beil hier anliegt, denn sonst fliegt euch das natürlich dann gleich um die Ohren. Ansonsten dann hier runterdrücken, hier vorne abziehen das Ganze, den Bügel rüberlegen und dann seht ihr, könnt ihr hier dieses Teil, diesen Fuß, dass das nicht umkippt dann, wenn ihr dann das Teil auf den Boden gestellt habt, könnt ihr dann hier mit draufschieben auf dieses Vierkantrohr, dann diesen Sicherungsbolzen wieder durchziehen und dann ist das Ganze auch wirklich gesichert. Und dann solltet ihr das Ganze tatsächlich auch wieder mit diesen Sicherungsbolzen festmachen. Allerdings das Fußpedal hier dann freilassen, nicht hier natürlich nochmal festmachen, dann funktioniert es logischerweise nicht. Ihr seht, das Fußpedal selbst hat hier noch so eine geriffelte Struktur, beziehungsweise sind so kleine Spikes, dass man dann auch, gerade im Wald ist das ja so, oder im Garten ist das so, und gerade zur Herbstzeit oder Winterzeit ist es so, man hat nasse Füße, nasse Schuhe, und wenn man dann hier auf was Glattes treffen würde zum Runtertreten, dann kann man abrutschen und sich verletzen. Auch daran hat dann AGT gedacht und hat dann hier solche kleinen Spikes dran gemacht, dass das Ganze dann wirklich rutschsicher wird. Und wir werden das dann, wie gesagt, gleich mal ausprobieren. Und wenn ihr dann fertig seid mit dem Holzspalten, dann könnt ihr das so klein wieder zusammenlegen, packt das Ganze wieder in den Karton und dann könnt ihr das in jeder Gartenhütte oder irgendwie am Holzplatz irgendwo verstauen. Sollte natürlich dann nicht im Regen stehen, dann fängt es natürlich auch an zu rosten. Aber grundsätzlich, denke ich mal, ist diese Funktion dann schon klar. Und vor allen Dingen ist das Teil wirklich enorm in der Schlagkraft. Ungefähr 1,2 Tonnen Schlagkraft liefert das Ganze. Und das mit einer Axt auf ein Holzstück auszuüben, das erfordert schon richtig viel Kraft. Also hier habt ihr es auf jeden Fall etwas leichter. Aber natürlich muss man sich auch entsprechend dann immer wieder bücken. Und macht vielleicht auch Sinn, wenn man das Ganze dann zu zweit macht. Einer, der hier steht und dann runtertritt. Einer, der hier Holzstücke drauflegt und das Ganze dann halt immer wieder wechselt. Das Gewicht des ganzen Gerätes ist auch wirklich sehr schwer. Also wenn er steht, dann steht er. Der wiegt ungefähr 10 Kilo, 9,5 hat der Hersteller hier angegeben. Und ansonsten werden wir das dann gleich mal ausprobieren. Auf jeden Fall funktioniert das, wie ihr jetzt hier seht, dann wirklich kinderleicht. Ich verlinke euch das Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis abrufen. Und ich denke mal, der Preis, den Pearl hier dafür aufruft, ist auf jeden Fall mehr als fair. Wenn ihr das Ganze jetzt mal vergleicht mit diesen automatischen Holzspaltern, die auch wirklich
sehr, sehr langsam funktionieren, die dann vielleicht aber 5 Tonnen Spaltkraft haben, die kosten so teilweise schon bis an die 1000 Euro, wenn ihr da was Vernünftiges haben wollt. Und ich denke mal, wenn ihr jetzt nicht allzu viel Brennholz machen wollt, also wenn ihr jetzt hier 30 Meter durchmachen wollt, dann seid ihr natürlich hinterher auch kaputt. Aber wenn ihr jetzt nur mal am Tag ein paar Holzspalte dann braucht oder was, dann ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. So sieht das Ganze dann übrigens komplett fertig zusammengebaut aus. Wie gesagt, einfach hier draufschieben, den Sicherungsbolzen hier wieder durchschieben und dann ist das hier fertig. Wenn ihr hinten diesen Hebelarm dann verstellen wollt, dann haltet den hier einfach irgendwo mal fest und dann dreht ihr hier hinten diese Schraube so ein bisschen heraus. So, machen wir das einfach mal. So. Und dann, wenn man ja loslässt, dann geht das Teil hier etwas höher und das könnt ihr, wie gesagt, hier hinten mit dieser Drehschraube einstellen. Jetzt werdet ihr das Ganze hier dann nur noch einstellen müssen in der Höhe bzw. in der Weite von dem Holzstück, was ihr dann gerade spalten wollt. Typischerweise sind das so 30, 33 Zentimeter und ihr seht schon, der geht dann auf jeden Fall wieder zusammen und hält das Holz dann auch fest. Wenn ihr das runterdrückt, dann wird das Holz gespalten. Probieren wir das Ganze mal aus. So, probieren wir das Ganze jetzt erstmal mit diesem Rundholz hier aus. Ich habe das, wie gesagt, eingelegt, ganz normal reingestellt, hier vorher diesen Hebel hochgezogen, der fällt dann automatisch wieder zurück. Und normalerweise sollte das jetzt schon so funktionieren. Ich probiere jetzt hier mal von der Seite einmal drauf zu treten und dann mal gucken, was dann hier passiert. Jawohl. Und dann fällt der automatisch hier runter, wie ihr seht. Und ihr könnt dann zwei, dreimal hier drauf treten und die Axt, die wird sich dann jetzt hier immer weiter vorpressen, bis das Ganze dann hier komplett gespalten ist. Das ist jetzt wirklich schon morsch, also das hat jetzt noch nicht so mir gefallen. Aber dennoch hat das Ganze natürlich hier funktioniert. Und jetzt dieses letzte Stück hier ist jetzt natürlich auch kein Problem. Jetzt können wir das nochmal ein bisschen kleiner machen. So, stellen wir das jetzt hier einmal so ein und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann hier funktioniert. Und ihr seht, das arbeitet sich jetzt auch mal durch. Und je nachdem, wie groß ihr seid, könnt ihr euch diesen Holzspalter dann so einstellen, dass das für euch am ergonomischsten ist. So, würde ich sagen, nehmen wir das schon mal raus und dann haben wir hier schon wieder zwei Kleinigkeiten. So, dann probieren wir mal ein bisschen größeren aus. Ich habe jetzt hier so ein, ich dachte, das müsste Fichte sein oder Kiefer oder irgendetwas. Gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Jawohl. Jetzt ist er schon gespalten. Jetzt kriegt man den auf jeden Fall schon auseinander. Ansonsten müsst ihr euch hier eben noch so ein bisschen vorarbeiten. So, ich habe den jetzt hier einmal aufgespalten und schmeiße den einmal auf den Boden und dann ist das Teil auseinander. So, dann probieren wir mal Eiche aus. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Stamm eingelegt und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt hier vorbeischlägt. Ja, wie gesagt, der frisst sich dann hier hinein. Und dann könnt ihr das Ganze hier auf die letzten 2 cm dann auseinanderziehen. So, was auch toll ist, das Teil hält hier oben dran, das heißt, wenn ihr das hochschiebt, dann braucht ihr das nicht die ganze Zeit festhalten, sondern das rastet dann hier oben ein und dann könnt ihr das hier loslassen und dann schließt das hier das Holzstück ein. Jetzt habe ich nochmal Buche. So, und das war's auch schon und das fällt jetzt hier schon von alleine auseinander. So, jetzt habe ich hier mal so ein bisschen unförmigeres Teil. Mal gucken, ob wir damit auch irgendwie was ausrichten können. Ich fürchte vielleicht sogar nein, aber wir sind gespannt. Doch, doch, auch das knackt er weg. Das müssen wir jetzt natürlich nochmal einmal umdrehen, aber ihr seht, er hat jetzt hier schon einen Riss reingebracht. Wenn wir dann jetzt hier von der anderen Seite noch mal rangehen. Dann knackt er auch dieses hier. So, dann hat er innerhalb von kürzester Zeit wirklich hier einiges geschafft. Ihr könnt das natürlich dann so konfektionieren, wie ihr das haben wollt.
Wenn ihr Anfeuerholz machen wollt, legt ihr das einfach ein paar Mal öfter rein. Ihr müsst das natürlich, wie gesagt, auf eure Größe so ein bisschen anpassen. Das ist jetzt schon so ein bisschen zu hoch und ihr merkt, ein bisschen außer Puste bin ich auch. Das heißt, es ist doch anstrengend auf jeden Fall. Aber das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Holz wärmt auf jeden Fall mehr als einmal. Und das ist wahrscheinlich für die meisten von euch auch gar nicht übel, wenn die sich sportlich mal so ein bisschen mehr betätigen würden. Ja, und wenn ihr dann abends am Feuerchen sitzt, dann wisst ihr, für was ihr die Arbeit getan habt. Dann bekommt ihr den Lohn für eure harte Arbeit. Dann wird es nämlich warm und vor allen Dingen auch gemütlich. Ihr könnt das hier zum einen für so eine Feuerschale nutzen. Ihr könnt natürlich das auch für euren Brennofen oder für euren Kamin benutzen, je nachdem, was ihr dann, wie gesagt, spalten wollt. Wenn ihr schon Scheite bekommt, also die fertig konfektioniert sind, dann braucht ihr selten irgendwie einen Holzspalter. Aber manchmal ist es tatsächlich so, da ist irgendwie ein Teil zu groß oder irgendwie, oder ihr braucht Anfeuerholz oder. Also so ein Holzspalter hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ihr habt gesehen, wie das Ganze jetzt funktioniert hat. Kinderleicht auf jeden Fall. Trotzdem, also vom Aufbau her und von der Benutzung her ist es kinderleicht. Natürlich strengt es an. Es braucht einiges an Muckis in den Beinen. Und wenn ihr da vielleicht 1-2 Meter durchmacht am Tag, dann habt ihr auf jeden Fall dann den Muskelkater. Manche nutzen das vielleicht auch als Training. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall funktioniert das Teil. Das habt ihr gesehen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Holzspalter hier haltet. Vielleicht habt ihr einen ähnlichen auch schon daheim und könnt davon berichten. Vielleicht sogar von diesem hier. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.